habe euch auf Instagram gefragt, was eure Lieblings-Fitness-Snacks sind. Aus einem ganz normalen Lebensmittelgeschäft, wohlgemerkt. Und ausgenommen habe ich jetzt letztendlich Aldi, weil da hatte ich schon ein Taste-Testing dazu auf dem Bodyfood-Kanal. Und Lidl nehme ich jetzt auch mal raus, weil da gibt es so viele Produkte, die ihr gut findet. Da werde ich auch ein extra Video zu machen. Aber alle anderen habe ich mir jetzt angeguckt und wir gehen jetzt diese Produkte. Und wir haben uns so ein bisschen überlegt, ich warte jetzt gerade noch auf Daniel, weil wir schon ziemlich viele kaufen werden. Und wenn wir die einmal aufmachen, werden sie sonst schlecht. Das finden wir auch doof. Und deswegen, bitte macht das nicht nach, das ist nicht gesund. Wir werden uns heute wahrscheinlich kalorientechnisch nur so ernähren. Damit wir nicht zu viel essen, weil das müssen wir auch nicht. Weiß noch nicht, ob ich später noch Gemüse esse, weil ein bisschen Lust auf Gemüse hat man wahrscheinlich schon. Das ist nicht gesund, was wir jetzt machen. Aber so müssen wir zumindest keine Lebensmittel wegschmeißen. Weil sonst, was sollen wir mit den ganzen angefangenen Sachen machen? Also, ich würde sagen, wir warten auf Daniel. Wo ist er? Und dann geht's los. Wir waren jetzt gerade beim Rossmann. Manche Sachen sind eher für heute Abend gedacht. Zum Beispiel? Da bin ich sehr gespannt. Ganz viele haben die genannt. Aber Sour Cream Style Chips. Ja, aber Flips. Ja, dann noch Linsenchips, diese noch Proteinchips, aber die geht später, nicht gleich zum Frühstück. Die Bliss Balls heißen die. Anne hat mich ja überredet, hier mitzumachen. Wenn ich nicht alles alleine esse. Ich bin schon gespannt, wie es wird. Also oh mein Gott, die sehen aus wie Marzipankartoffeln. Ich habe eben gedacht, wenn ich mir so Kackbollen von so einem Dino vorstelle. Okay. Riech nochmal lecker nach Kakao. Okay, lass erstmal von dem probieren. Mhm. Also vom Geschmack sind die natürlich wie Süßigkeiten. Aber ich finde nicht zu süß. Nee, also man merkt, dass es gesüßt läuft mit Datteln. Man denkt, das ist so ein bisschen vegane Protein. Aber neben dem Geschmack müssen wir natürlich immer die Nährwerte beachten. Geschmack ist wirklich sehr lecker. Aber jetzt ist so, Protein, ein Bliss Ball, wie wiegt ein Bliss Ball? 42 Gramm, also circa die Hälfte, ein bisschen weniger. Das heißt, wir sind so bei 4,5 Gramm Protein auf dem Bliss Ball. Mhm, bei mir. Mhm. Dafür hat er natürlich 6 Gramm Fett und Kohlenhydrate liegen wir bei 25, 23 Gramm. Kalorientechnisch mit 170, 180 Kalorien. Schon ein kleiner Snack, der viel Kalorien in sich trägt. Ja, auf jeden Fall. Also es ist eher, und ich glaube, das verwechseln immer viele, es ist eher so als Energieschub gesunde Süßigkeit zu sehen und nicht als so, ja, jetzt so ein Proteinriegel. Und das wurde ja auch alles empfohlen jetzt von... Ja, okay. Genau. Also hat wirklich jemand gesagt, die High-Protein-Knäcke-Tomate-Mozzarella von Leinberger? Ja, die Knäckebrote von Leinberger. Okay. Ich würde sagen, die nimmt jetzt ein halbes. Ich habe aber schon Hunger, wirklich. Ja, wir müssen ja auch satt werden heute. Da muss man wahrscheinlich nochmal was drauf machen. Oh, ist aber härter, wie ich gedacht habe. Also ich finde, Tomate schmeckt mir null raus. Es schmeckt wie Schüttelbrot ein bisschen. Nein, Schüttelbrot schmeckt besser. Mhm. Wie ein altes Knäckebrot, weil es auch so ein bisschen weich wird. Man merkt schon hier, dass wenig Kohlenhydrat drin ist. Es wird nämlich viel ersetzt durch Sojaschrot. Weizenkleber hat auf 100 Gramm 31, also 32 fast. Was? Protein. Jo, wie viel Fett? Auf 100 Gramm 20,3, weil es ja ein Low-Carb-Produkt ist. Dafür nur 15,2 Gramm. Low-Carb ist ja kein geschützter Begriff. Viele definieren Low-Carb bei 100 Gramm erst unter 10. Aber es ist keine geschützte Sache. Mit genug Butter wird es bestimmt schmecken. Also wir vergeben auf jeden Fall Punkte, würde ich sagen. Mhm. 5 Punkte Maximum. Mhm. Aber immer mit dem Gedanken auch, wir reden hier von High-Protein-Fitness-Produkten. Egal, wie man dazu stehen mag, einfach nur, ob es High-Protein-Fitness-orientiert gedacht ist und nicht gesund. Gesund ist und ein anderes. Und ob es schmeckt, oder? Genau, und ob es schmeckt. Okay. Aber es geht jetzt nicht darum, ob es gesund ist, sonst können wir natürlich hier auch einen Apfel reintun. Bliss Balls. Mit dem Gedanken zwischen Geschmäcken. Es schmeckt sehr gut, finde ich. Ja. Aber fitnessorientiert würde ich dem Ganzen 3 von 5 geben. Wegen den Nährwerten, ne? Mhm. Ich würde dem Ganzen 4 von 5 geben, weil ich sie wirklich lecker finde. Aber ich bräuchte auf jeden Fall noch ein Glas Hafermilch oder irgendwas dazu, weil an sich sind sie mir wirklich ein bisschen zu trocken. Bei dem hier brauche ich sehr viel Getränk, weil ich es irgendwie runterspülen muss, weil jetzt wirklich, eigentlich ist es echt. Ja, ich finde für ein High-Protein-Produkt, da gibt es echt bessere. Da würde ich es nicht nochmal kaufen. Nee, also ich sag wirklich 1 von 5. Auch 1 Sorry. Von 5. Gott! Ja, jetzt ist schon einiges zusammengekommen, also man muss schon sagen, ob wir das alles testen. Aber ich bin jetzt gespannt. Ich bin mir sicher, vieles davon können wir dann auch noch aufheben. Aber die Sachen, die wir nicht mehr aufheben können, die werden halt heute alle vertilgt. Jetzt, auf was haben wir Lust? Ich habe auf jeden Fall Lust auf Müsli. Dark Chocolate Coconut. Warum muss denn alles immer mit Kokosnuss sein? Erstmal schmecken und dann Wertung. Und wo ist die Schokolade? Ist bei den Schokolade drin? Mhm. Dark Choco. Hm? Wusstet ihr, dass es immer Choco heißt, wenn nicht wirklich Schokolade oft drin ist? Ja, aber hier sind noch Schokostückchen drauf. Ja, bei mir ist aber keine.
Kein einziges, hä? Also bei mir auch null. Ah doch, hier ist eins drin, schau mal. Also schon. Ja, okay, hier sind ein paar. Vielleicht aber haben die sich alle unten versammelt. Eins ist Schokoklotz. Geschmacklich überzeugt mich sehr. Genau. 443 Kilokalorien ist natürlich hardcore, gell? Mhm. Weil es hat immerhin 14 Gramm Fett, sicherlich, weil so viel Kokos und Nüsse drin sind. Wie viel Protein? 14. Kannst du auch Haferflocken essen. Ja, und dann dir irgendwas süß reinmachen. Ja. Kohlenhydrate hat es 62 Gramm, halt auch wegen Haferflocken. Aber es hat tatsächlich halt auch Zucker drin, 13 Gramm. Ich würde dem jetzt, weil ich es nicht mehr kaufen würde, weil es für mich nicht das erfüllt, was ich möchte, würde ich jetzt geschmacklich Punkte geben, aber nicht, was ich daraus lese. Deswegen würde ich 2 von 5. Da bin ich dabei. Nächstes. Das gibt schon lange, dieses Vitalis Super Müsli. Aber auch Nüsse und Schokolade. Schokolade. Das Schokoladige komme ich richtig durch. Also es schmeckt viel besser. Findest du es besser? Mhm. 100 Gramm, 420 Kalorien. Das hier hat mehr Kalorien. Oh, okay. Und das hier hat Protein 30 Gramm auf 100. Und Fett? 18. Ja, okay. Dann kann man das ja wegstellen. Und vor allen Dingen, das hier hat tatsächlich weniger Zucker. Und das würde man nicht meinen bei etwas, was hier Plant Protein, High Fiber. Es sieht schon viel gesünder eigentlich yeah aus. Heißt deshalb, ich würde es so, würde ich es vielleicht machen, so. Also ganz klarer Gewinner. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Deswegen Punkte von mir. Ich bin trotzdem geschmacklich nicht so überzeugt, sodass ich es super lecker finde. Ist aber auch schwierig. Aber ich gebe dem auf jeden Fall 4 von 5. Weil es auch ganz lecker ist, gell? Ich? Oh, jetzt. Ich gebe ihm 5 von 5. Mhm. Weil ich glaube, man muss wirklich suchen, um so ein proteinreiches Müsli zu finden. Ne, von dem her also top. Ich bin happy. Ener Bio Dinkelflakes. Ich lese kurz vor, okay? Fett 2 Gramm, hat 367 Kalorien auf 100 Gramm. Genau, Zucker nur 0,7 Gramm und Eiweiß 13 Gramm. Also schon der Kollege mit den besten Werten. Aber dafür werden sie natürlich auch schmecken nach nichts. Schmeckt original wie Cornflakes. Das sind natürlich Flakes. Und ich gebe denen auch ein 4 von 5. Dafür, dass es bei mir ins Frühstück kommen würde, müsste es süßer sein. Aber da bin ich einfach nur eigen. Aber sonst ist es echt ein gutes Produkt. Da kann man nicht meckern. Obwohl es mir nicht so schmeckt, gebe ich 5 von 5. Weil ich finde, wenn man sich sowas kauft, mag man ja sowas. Ja, das stimmt auch wieder. Und es ist wirklich eine richtig gute Cornflakes-Alternative. Mhm. Noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Kakaopulver oder so dazu. Mhm. Und dann top, also oder top. Ein paar Rosinen rein. Mhm, irgend sowas. Jetzt machen wir noch einen letzten Test, bevor wir dann satt sind. Ein Riegel, der nur 21 Gramm hat, also super kleiner Riegel. 80 Kilokalorien. Okay. Fett 2,7. Hm? Ja, auf 80. Auf 21 Gramm. Mm. Sonst 13. Das geht. Trotzdem niedrig, ja? Mhm. Auf 100 Gramm sage ich jetzt einfach, weil es normaler ist. 40 Gramm Kohlenhydrate, 24 Gramm Zucker, das ist also schon relativ zuckerlastig. 15 Gramm Eiweiß auf 100. Auf den Riegel halt dann nur 3. Lower Carb, muss nicht Low Carb sein. Sie haben es Lower Carb genannt, so 40 Gramm Kohlenhydrate. Und natürlich auf 21 Gramm, man kann es auch auf 1 Gramm runterrechnen. Also schon eine Verbraucherverarsche, gell? Also Corny, da müsst ihr nachlegen. Ja, weil, also wir können den Riegel auch so klein machen, dann ist es No Carb. Aber es ist lecker, deswegen kriegt er von mir 3 von 5 bei mir. Mir 2 von 5, weil er ist zwar lecker und die Nährwerte sind nicht so schlimm, aber ja, da kann man echt bessere kaufen. Jetzt geht's an die Getränke. Und Daniel hat jetzt auch was Neues gefunden. Auf den freue ich mich am meisten. Ich glaube, der wird ganz interessant. Diesen laktosefrei, low fat, no added sugar. Für mich zu süß. Aber Chocolate Drinks sind immer zu süß, finde ich. Der ist aber schon sehr süß. Also, schmeckt oder? Ähnlich wie der Alpro. D4. Ja, viel angenehmer, frisch. Ne? Sauer. Ich bin auch so ein Buttermilch-Fan. Ja, deswegen ist er nämlich voller Buttermilch. Da gebe ich leider meine 5 wieder mal, weil, ne, wirklich, er schmeckt gut, wenn man so Buttermilch mag oder so. Mh. Nein, ich würde den nicht kaufen. Ich gebe den 2 von 5. Und? Ja, das würde ich schon eher trinken. Da würde ich so 4 von 5, aber es ist trotzdem nicht mal ein High-End. Ja, bei mir 3 von 5. Oder nein, 2 von 5. Deswegen, ich werde den trinken und Daniel wird den Kefir trinken. Das sind so die 2 Protein-Chips. High-Protein und, weiß ich auch High-Protein? Protein-Chips von God7 Nutrition und Lions Berger High Protein. Das wollen wir beide mal aufmachen. Ne? Oh, lecker. Oh, mhm. Aber. Also die hier? Nein. Boah, und ich bin kein Chips-Fan eigentlich. Aber super, super gewürzt, oder? Aber ich kenne mich bei Chips aus. Kalorienmäßig bei 429 und die hier bei 400.
ist nicht sehr weit unter noch ganz normalen Chips. Super. Ja, aber was hier heißt ja Protein. Ja, das muss man auch zugestehen. 100 Gramm haben 43 Gramm Protein. Was? 43? Hä? Und wie viel? Was? Und die hier 40. Ich mache jetzt die Chips-Diät. Die bestehen aus Sojaproteinkonzentrat, ist die Hauptzutat. Das sind so Suchtmacher, die Dinger. Also da kriegst du fast eine Salzvergiftung. Aber es schmeckt natürlich. Ich finde eigentlich echt beide gleich. Was ist denn hier Hauptzutat? Auch Sojaprotein. Momo. Also ganz klar, ich habe einen Favorit. Die sind ein bisschen besser. Ja, die sind besser. Aber nicht viel. Nee, aber sie schmecken länger intensiv. Mhm. Und sie sind vegan. Aber sollen sie sonst sein? Sie haben zwar weniger Protein, aber insgesamt weniger Kalorien. Das darf man nie vergessen. Auch Protein sind Kalorien. Und wenn ihr euren Proteinbedarf gedeckt habt, dann passiert darüber hinausgehend natürlich trotzdem was mit den Kalorien. Also die werden dann nicht verbuffen. Nee, für Chips mit den Nährwerten und dem Geschmack gebe ich 4 von 5. Ich gebe 4 und ich gebe 5 von 5. Oh. Nur von Snacks konnten wir uns jetzt doch nicht ernähren. Aber wir haben erstens aus meinem Aldi-Einkauf von letzter Woche noch was übrig. Und zwar diese Eiweißbrötchen. Das haben auch einige gesagt, dass sie das gerne essen, denke ich, nicht nur snacken. Eiweißbrötchen und die hier sind ja vom Aldi. Wir haben heute was im Kaufland gefunden, was wir noch nie gesehen haben. Und wahrscheinlich haben wir hinterm Mond gelebt. Aber wir haben gedacht, komm, das passt jetzt sehr, sehr gut. Eat Lean heißt der Käse. Protein Cheese. Also 37 Gramm Protein und 3 Gramm Fett. Hat ein bisschen was. Harzer Käse trifft auf Parmesan, oder? Komm, probier. Er kommt, der Geschmack kommt. Richtig Käse. So richtig Emmentaler. Oh mein Gott. Gott sei Dank haben wir 4 Stück gekauft. Oh mein Gott. Oh, da gibt es jetzt Käsebrötchen. Wenn das hier mit dem Stück, weiß nicht, wenn du es 100 Gramm dazu nimmst, nee, jetzt ist es viel, 50 Gramm, 10 Gramm Protein und dann noch so ein Brötchen mit 15 Gramm, was haben wir so, 25 Gramm Protein nur durch ein Brötchen. Boah, ich habe so Hunger. Das traurigste Abendessen im Leben. Oh mein Gott. Schaut sich an. Hätte noch mehr Käse vertragen. Ja. Oh, du hast zwei. Was ich machte, 2 Käsestreifen drauf, dann hier einen. Okay, Dani kriegt noch mehr. Also sicherlich Bauernbrot von nebenan schmeckt besser, aber, ja. Aber es geht. Aber schmeckt, also schmeckt. Da würde ich jetzt auch 5 von 5 geben. Mhm. Und der Käse macht ein neues Level. Käse 6 von 5. Ja, wirklich 6 von 5, da müssen wir noch ein bisschen mehr öffnen, weil natürlich schmeckt es jetzt nicht wie euer Lieblingsbergkäse, aber es schmeckt mal nach Käse. Im Raum Freiburg ist er leider schon ausverkauft. Ja, und dann ja alle mitgenommen. Bester Teil des Tages. Aber bester Teil des Tages für wen? Und nicht für... Doch, ich finde ja Eis auch gut. Ja, aber eigentlich... Daniel würde wahrscheinlich nie Eis essen, wenn er nicht, weiß nicht, im Urlaub ist oder so. Wir haben 3 Eissorten. Er hat mein ganzes Fach voll gespammt mit diesen Eissorten. Vor allen Dingen kamen sehr, sehr häufig diese 2. Das Oppo, das Breyers habe ich jetzt Peanut Butter genommen und eins von den Ben Jerry's kalorienreduzierten. Ich finde, man muss gleich nicht vorneweg sagen, dass ich es krass finde, wie unterschiedlich hier natürlich geworben wird. Hier bei Oppo steht drauf für halben Becher die Kalorienangabe mit 190. Bei Breyers steht mit ganzem Becher. Deswegen wirkt es erstmal mehr als bei Oppo. Ist aber eigentlich, ja, es ist ein bisschen schwierig. Dafür ist irgendwie der Becher ein bisschen kleiner oder anders. Und bei Ben & Jerry's liegt es natürlich daran, dass sie mit nur 100 Milliliter werben. Also, Ben & Jerry's 100 Gramm. 216 Kilokalorien. 130 Kalorien, ja. Und 133 Kalorien. Genau. Also die zwei sind gleich in Ben & Jerry's. Ben & Jerry's ist nur kalorienreduzierter, wenn man sich anschaut, wie kalorienreich Ben & Jerry's normalerweise ist. Da ist es natürlich so, wenn ihr unbedingt Ben & Jerry's essen wollt, und ich denke, geschmacklich werden sie wahrscheinlich gewinnen. Na klar, gleich die ganze Packung. Schokolade ist natürlich schon lecker und super cremig. Wie halt normales Eis, hat wahrscheinlich auch fast so viele normale Kalorien wie ein Eis. Wie also jedes Eis. Ich habe halt auch direkt so ein Cookie-Dough-Stück gehabt. Schon gut. Da allein sind die 100 Kalorien drin. So. Beim Breyers? Aber hättest du jetzt erkannt, dass es Peanut ist? Nee, Vanille, oder? Ach so. Peanut Butter. Ja, es schmeckt wie Vanille, oder? Okay, schmeckt nicht Vanille. Ja, das ist halt, da geht der Geschmack wahrscheinlich aufgrund von den fehlenden Kalorien dann flöten. Ja, weil Peanut ist natürlich Kalorien, ja. Aber es wäre ein super Vanilleeis. Und jetzt Oppo, was ja schon sehr gehypt ist in der Fitness-Szene. Ja, das stimmt. Das ist Colombian Chocolate and Hazelnut. Holy shit. Also ich habe meine Nummer 1 schon gefunden, weil ich auch so ein bisschen der herbe Typ bin. Aber ich muss sagen, Oppo hat wirklich, finde ich, die besten. Top, oder? Also wirklich, das ist... Also ich würde wirklich sagen, Oppo 5 von 5 und die anderen beiden 3 von 5. Ja. Wegen Scam und kein Geschmack. Genau, eins verfehlt den Geschmack, ist halt so ganz lecker, aber es ist eher wie so ganz normal Vanilleeis. Ja.
Und das Ben & Jerry's, weil die Kalorien einfach nicht, das ist eigentlich wie normales Eis, die Kalorien. Gassi gehen und das hier essen. Haferfull Cashew Cranberry, wirklich. Er sieht zwar gesund aus, weil sie auch wieder schon so vom Logo und her und allem. Und so. Genau, aber 3 Gramm Protein. Das sind ja so typische Produkte wie Cliff Bar. Die sind nicht ungesund per se, aber das sind so Sachen wie, ich bin jetzt Bauarbeiter und schaffe es nicht, was zum Mittag zu essen. Genau. Und dann esse ich sowas. Aber das ersetzt ja meistens von den Kalorien fast eine ganze Mahlzeit. Ist so eine Skifahrernahrung. Genau. Das ist aber nicht so, hey, ich möchte irgendwie als Zwischendurch-Snack, dann würde ich sie aber schmeckt sagen, ganz gut. Ja, genau, weil das ist wie corny, gell? Das ist halt vollgepackt. Obwohl es super bröselig ist, fällt auseinander. Also da würde ich euch empfehlen, macht euch lieber selbst Kekse oder nehmt euch Nüsse mit Rosinen mit. 3 von 5. 3 von 5. Ich habe noch nie Flips als Proteinprodukt gesehen. Ich habe noch nie Flips gegessen. Doch einmal habe ich es, glaube ich, gehabt oder so. Zuerst noch Flips. Ja, aber ich bin immer so der Salzstangen-Typ. Also finde ich bis jetzt fast die besten. Besser als die Chips? Ja. Schmeckt nicht ganz so fakey. Ja. Dem würde ich 5 geben. 3. Meine Aussage zählt ja nichts, weil ich kein Flips-Fan bin. Ja, das stimmt. Okay, abschließend können wir jetzt sagen, über den Tag, wir haben ja schon gesagt, dass wir eigentlich gar nicht so viel gegessen haben. Es war ein reines Snacken heute. Das wussten wir auch, ist nicht gesund. Genau, ohne sich satt zu essen. Aber trotzdem steht es mir irgendwo hier. Wir müssen jetzt auch sagen, kalorienmäßig bin ich bei 1680 Kilokalorien gelandet. Das ist so 400 weniger, als ich sonst essen würde. Zuerst könnte man denken, oh cool, dann ist Anna ja trotzdem satt. Aber ich fühle mich nicht satt, sondern eher so wie McDonald's satt, weißt du? Ja, genau, das trifft. Ein bisschen schlecht. Das trifft es, genau. Und Eiweiß bin ich leicht über 80 Gramm. Also bei mir ist es so, ich habe 2500 Kalorien zu mir genommen. Auch so 500 Kalorien weniger als normal. Und ich habe nur in Anführungsstrichen 152 Gramm Eiweiß. Was mich schockt. Ja. Ich bin geschockt. Wir haben eigentlich gedacht, wir würden draufschreiben, oh mein Gott, wir haben unsere Proteinmenge verdoppelt oder ja, genau. Dafür, dass ich gefühlt nur Sachen gegessen habe, die über 30 Gramm Protein auf 100 haben. Krass, man lässt sich von den Zahlen definitiv blenden. Ja, genau. Und dann achtet man erstmal drauf, obwohl man eigentlich bei anderen Produkten nicht drauf achtet, die das vielleicht einfach nicht so nach außen tragen. Genau, von dem her. Fazit. Ja. Fazit. Es war ein ganz lustiges Experiment, hat uns mal wieder neue Sachen gezeigt, die wir vielleicht so nicht probieren. Den Käse. Aber halt, Produkt des Tages. Ja, der Käse ist schon das Produkt des Tages. Ja? Weil es auch was Neues war. Also ich habe ja noch ein bisschen mehr davon gegessen. Ich habe da meine Meinung noch so wieder ein bisschen nach unten geschraubt. Für mein Produkt des Tages ist wirklich das Oppo-Eis, lustigerweise. Und dann würde ich sagen, war es ein cooles Experiment. Es war interessant zu sehen, was der Markt so hergibt. Aber sicherlich davon kommt in unserem wöchentlichen Einkauf fast nichts. Außer das Oppo-Eis vielleicht. Und damit ihr auch was selber wieder macht, gibt es heute auf meinem Food-Kanal Bodyfood eine High-Protein, No-Bake Erdbeertorte. Tschüss. Hallo meine Liebe, bist du eine Frau wie jede andere auch, die so ihre Problemzonen hat? Dann weiß ich genau, wie du dich fühlst. Burpee Push-Up. Chinese Hook. In mir drin herrscht zwar ein Vulkan, aber den können wir noch, oder? Durchgeschafft, Schlagzeilen. Ja. Super gemacht. Feierabend, euch noch einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.